Ja, aber ich brauche eine SSD. Oder eine SSD-Karte. Ja, ich weiß, dass die 100% schnell läuft, aber mit Dell. Wie gesagt, bei mir ist ja jetzt bald was Neues da. Da ich arbeiten gehen kann, ne? Dementsprechend, weil eine gescheite, die kostet aber schon mal an die 500 €. Weil mit einer halben Sache fange ich nichts an. Alles klar, Keksi. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Apropos, Moment, bevor du jetzt da gehst. So. Also nur, dass er Bescheid wisst, ne? Alles klar, bis später vielleicht, ne? Sechs Terabyte, ja, siehst du, genau das ist ja das, was ich brauche, ne? Oder was ich habe. 5 Terabyte reichen mir eigentlich schon. Gerade wenn die ganzen Szenarien, dass es auch mit der SSD viel schneller läuft. Aber dementsprechend halt, ne? Brauchst du halt so seine Weile. Weil gerade auch wegen dem Flusi, ne? Ich muss hier ein extra Headset anklemmen, wenn wir dann fliegen wollen, dass es dann besser ist. Und dann muss man gucken, wie man das halt einstellen. Auch gerade wegen dem Roleplay, ja. Das ist ja auch so eine Sache. Weil ich kann nicht hier einen zweiten Account machen vom Discord, wenn ich da schon einen habe. Den Fehler will ich. Den will ich vermeiden. So. Fangen wir am besten hier an. Wie sieht es denn eigentlich bei deinem Roleplay aus, Justin? So, weiter geht die Fahrt. So, und das war dann der letzte Part. Oder besser gesagt, die letzte Fuhre. Damit haben wir alle vier Ställe bestückt mit frischem Gras. Jetzt müssen wir nur noch Wasser holen, den ganzen Graben, dann passt das auch, ne? Aber ich hoffe halt noch, dass wir noch weiter Gras hier auffüllen können. Dann passt das. Das gucken wir jetzt mal. Wenn wir eine weitere Ladung Stroh wieder an, weitere Ladung frisches Gras im Ladewagen haben. Stunde der Wahrheit, die nächsten 46.600 für die zweite Fuhre. Wie viel da reingehen? Okay. 60.000 Liter. 60.000 Liter. Das ist schon ein Ding. Naja, für so ein großes Feld, ne? Oh ja, das ist aber schon weit gekommen, ey. Nicht schlecht. Krass.
So, dann lernen wir dann noch da vorne aus. Gut. Ja, dann bringen wir noch eine Ladung und dann werden die mit frischem Gras eigentlich versorgt. Dann ist halt nur noch die Frage, was brauchen sie noch? Und wenn wir dann halt keinen Platz mehr haben für die Stelle, können wir auf jeden Fall dieses frische, gemähte Gras da reinschmeißen. In ein Multifruchtsilo. Das heißt, das den fahren wir zum Hof, füllen dann mit dem restlichen Seliertank an. Aus Selier. Dann werden wir uns gleich, wie gesagt, bei Precision Farming oder auf unserem Tablet gleich mal die Daten angucken, was Bodenproben Beschaffenheit ist. Auch, wow. Waldhofen, was hast du denn gezahlt dafür? Hier hast du keinen Seliermitteltank. Mann, ich glaube, die Karte habe ich für Omsi nicht, ne? Musst du aufpassen, Justin. 2000 Euro, ja, cool. Kleine Karten, ne? Ja, passt ja. So. Kommen wir rum oder kommen wir nicht rum? Wir kommen rum. Perfekt. So, genau. Also, dann ab hier ran. Vorsorglich einmal für den nächsten Kollegen da vorbereiten. So. Gut, also dann fahren wir mal denn zurück zu dem Kuhstall, wo er hingehört, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinbekommen auf dem Hof. Und wenn wir gerade auf dem Weg sind, dann schalten wir nämlich jetzt auch gerade noch die Produktion da an. So, Heu. Das war eigentlich nur gerade so eine Notlösung, die ich mir da erhofft hatte. Ja, es wird ja schon abgebildet, was ist mehr drin, was brauchen wir noch, ne? So, für Gras und Heu. Wo haben wir's? Da ist es. Aktivieren. So, und der produziert das quasi uns das Heu. Es wird also schön gemengt und geschriegelt und gehäkelt. So. Na gut, solange mal, wenn du nicht drehen willst, dann fahren wir halt geradeaus weiter. Gut. Dann läuft die Produktion schon mal an. Weil das Heu ist quasi dann auch für den Kuhstall, den wir danach brauchen. Oder für die Viecher, falls sie noch irgendwas haben. Da geht halt nur 60.000 rein, ne? Und bevor wir dann unser spezielles Futter für die Kühe dann haben, muss es ja erstmal durch die Fachkenntnische Fachkraft für Tierfutter
wie man das auch nennt, ne? Das gewisse Etwas. Dass da auch alles nur natürliche Zusätze sind, ne? Nichts anderes da. Dann passt das schon. So, dann hätten wir das. Ich fahre jetzt einfach mal da hinten in den Schuppen wieder rein. Na? Fragt mich nicht, wie ich das mache. Das ist so ein bisschen komisch. So. Wie viel Platz haben wir hinten noch? Oh ja, das hat aber... Was denn jetzt? Habe ich gerade meinen Trecker weggeschmissen? Warum mache ich sowas? So, genau. Jetzt holen wir noch den Zetter. Da vorne, den... wo da steht, den räumen wir nämlich auch auf. Weil sollte man mal Mais Plus wegen warum auch immer kaputt sein oder ich was verstellt haben, habe ich wenigstens immer noch einen Wender, der mir aus Gras dann Heu macht. Da können wir es direkt nämlich auch so. Herstellen. Dann haben wir nämlich da auch den Punkt dann da weg. So. Es war jetzt ein bisschen dieses Hin und Her gefahren, aber mein Gott, es muss auch mal sein. Jo, das magst du gerne, gell? Hin und her fahren, Lukas. Glänzt der Wetter.
Weil der Wender oder Zetter für Heu herzustellen, das ist nämlich der von mit 12 Meter. Und ja. Ja, die Produktion muss laufen. Also das mit dem Mastvieh oder Milchviehbetrieb, das muss laufen. Ich weiß nicht, warum ich nicht vorher dran gedacht habe, wo wir jetzt Weizen geerntet haben, dass wir das Stroh nicht da hinten direkt benutzen könnten, um es einzustreuen. Doch so, ja. Ach, fragt mich nicht, ey. Wie war das vorhin mit logischem Denken, ne? Ja. Eiskalt versagt, ne? Eiskalt, ey. An, eckig an, eckig an, eckig an. Hab mich. Okay. Eine knappe Geschichte, ey. So. Na, dankeschön. Das sind die Quaderbälle. Quaderbälle, ne? Hat jemand einen Quaderball? Ein Quaderball, ja. Junge, Junge, Junge. Das ist schon verrückt, ey. Das ist schon verrückt. Quader und ein Ball. Quaderball. Haben wir wieder ein neues Wort davor zusammengeklatscht. Ach, Mann. Jetzt lasse ich mir schon so viel Zeit. Jetzt gerade über die... Okay. Oh Gott. Über die Berge, über Tal. Bist ja fast wie so ein Hail. So, gut. Also, dann haben wir schon mal Ballen, was das betrifft, alles zusammen. Müssen wir noch gucken, dass wir das da ein bisschen mit so einer schicken Halle, wie ich sie da hinten bei meinem Haus habe, wo wir Grubber, Striegel und etc. drin haben. Und wenn das dann alles unter Dach und Fach ist, dann könnte man das nächste Gebäude da noch hinmachen. Schicker Unterstand. So. Aber an sich, ja, sind wir... Haben zwar noch viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg. Also laut Spiel, sorry. Okay. Naja. Dann hoffen wir mal, dass da nichts dazwischen kommt, Lukas. Hm? Dann passt das ja. So.
So. Gut, also, das haben wir fertig. Jetzt zapfen wir noch unseren eigenen guten AdBlue. Jawohl. Gut, und dann schauen wir mal gerade mal, also erstmal abspeichern. Und dann schauen wir jetzt mal unsere Felder an, was sie so brauchen. Also, Bodenbeschaffenheit, genau, es wird alles gemulcht. Da liegen noch Steine. Yippie, da freue ich mich ja schon mal gleich. So. Gut. Oh, verdammt, ich muss ja hier noch Bodenproben nehmen. Shit. Stickstoff. Stickstoff ist der Dünger. Der sieht gar nicht gut aus. Kalk. Ah, geht eigentlich noch. Tja. Okay, aber ich glaube, Stroh braucht mir keins mehr. Genau, das habe ich mir gedacht. Genau, Stroh braucht mir keins. Okay. Dann würde ich sagen, so, das war das Mehl, genau. Mehl, ich habe doch die Getreidemehl, genau. Das Weizenmehl ist voll, genau. Gerste. Okay. Dann habe ich doch richtig getippt. Gerste. Zum Ansehen im September. Also Spätgerste würde das dann heißen. Wir können das dann im Juni Oh Mann, da müssen wir uns aber jetzt ranhalten, ey. Dann müssen wir uns jetzt aber ranhalten. Naja, aber das soll es dann auch mit dieser Folge gewesen sein. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, und dann sehen wir uns auf jeden Fall irgendwann zwischen Gersteernte oder irgendwas, was noch zwischendurch kommt. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao.